zusammen. Mein Name ist Daniel Niebling von der Firma Dicon. Wir sind heute im Revier hier und wir wollen euch mal unsere Produkte vorstellen, die wir auf der IWA 2022 veröffentlicht und vorgestellt haben. Sie haben dort einen sehr starken und guten Anklang gefunden und wir wollen die heute mal im Detail hier zeigen. Zum einen haben wir unsere neue Visierlinie. Das ist exemplarisch das Visier 635 mit einem 35er Objektiv, einer Nachtsicht-Digitalkamera aufgesetzt als Option. Basiert ist das Ganze auf einem Wärmebild-Vorsatzgerät, in diesem Falle mit einem 640x512er Wärmebildsensor, made in Rheinland-Pfalz. Die Farbmodi, wie bei den meisten Wärmebildkameras, sind hier frei wählbar. Wir haben hier 4 Stück in der Option. Besonders hervorzuheben bei diesem Gerät, bei der Visierlinie, ist der große Display, der hier verbaut ist mit 1280 Pixeln. Der erlaubt uns eine extrem hohe Vergrößerung am Zielfernrohr ohne nennenswerten Verlust der Bildqualität und auch eine extreme Detailschärfe. Eine weitere Sache, die wir hier besonders hervorheben möchten, ist der Dicon Roto Adapter, den wir bevorzugen und auch empfehlen. Dieser basiert auf einem Teil, was auf dem Zielfernrohr verbleibt, in dementsprechendem Durchmesser, und dem Teil, was an dem jeweiligen Vorsatzgerät basiert. Wir produzieren alle unsere Visierliniengeräte auch als Zielgeräte. Da, wo erlaubt, im Ausland sind sie selbstverständlich auch bei Ihrem Händler verfügbar. Als zweites Gerät möchte ich euch unsere Black Mamba vorstellen. Ein extrem kleines, handliches und sehr robustes digitales Nachtsicht-Vorsatzgerät. Dieses Gerät ist auch wieder hervorzuheben durch seinen extrem großen Bildschirm. Eine sehr, sehr hochauflösende 4K-Kamera. Ich habe verschiedenste Modi. In Verbindung mit unserer App könnt ihr das Gerät fernsteuern, könnt Videos aufnehmen, Fotos aufnehmen. Ein weiteres Produkt aus unserem Portfolio ist der Predator 3 Infrarotstrahler, welcher sich durch seine Kompaktheit auszeichnet. Ich kann ihn umschalten zwischen 850 Nanometer und 940 Nanometer, kann ihn stufenlos dimmen und vorne fokussieren in dem jeweiligen Infrarotkanal. Da, wo erlaubt, kann man diesen gerne anwenden und hier oben auf unser Black Mamba montieren. Die Reichweite von der Black Mamba in Verbindung mit dem Predator 3 liegt zwischen 300 und 600 Meter. Somit ist das Gerät für alle jagdlichen Situationen eigentlich ausreichend dimensioniert. Produkte entwickeln, bauen und verkaufen ist zwar immer schön, aber uns kommt es auch darauf an, dass wir die Kunden nach dem Kauf weiterhin beraten, betreuen. In Servicefragen, Reparaturen und sonstigen Wünschen sind wir jederzeit mit unseren Mitarbeitern zur Stelle. Wir helfen Ihnen gerne. Melden Sie sich bei uns. Mit einem kräftigen Weidmannsheil verabschiede ich mich von Ihnen ins neue Jagdjahr. Ich wünsche Ihnen viel Anblick und alles Gute, Ihr Daniel Niebling.